Ja, einen guten Start in die neue Handelswoche wünscht Ihnen JFT Brokers und Chris Kämmerer. Grüße euch heute hier ein bisschen verspätet zur frühen Nachmittagsstunde. Insofern kein Good Morning, aber ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Und wir wollen uns heute hier aus gegebenem Anlass einem starken Goldpreis widmen und hierbei im Kontext auch die direkte Konkurrenz, nämlich den Bitcoin, uns mal anschauen, der hier seit letzter Woche auch bei JFT Brokers zu handeln ist. Sehr, sehr interessant. Hohe Volatilität garantiert. Und das ist ja das, was viele Trader suchen. Insofern wollen wir uns hier der charttechnischen Beschau beider Underlyings widmen. Und da ja Gold begrenzt ist und das beim Bitcoin ja auch die Grundidee dieser digitalen Währung ist, sozusagen im Sinne der Begrenzung des Blockchains, ist es eben spannend, wie beide hier in direkter Konkurrenz sozusagen stehen. Doch gehen wir direkt mal hier zum Charting über. Ich will mit dem Goldpreis beginnen, der heute hier schon wieder sehr, sehr stark emporstürzt mit gut 1% Gewinn. Und wir sehen hier mal den Tageschart, wie es sich verhält. Ja, unschwer zu erkennen, dass wir hier seit dem Tief vom Mai eine sukzessive Aufwertung hatten. Dann gab es so ein bisschen Taumeln zum Ausklang des Monats Mai, aber hier seit den letzten Tagen stürmt und rennt der Goldpreis wieder nach oben. Und wir sind kurz davor, hier beziehungsweise nahezu dran, das Hoch vom 18.04. hier bei 1292,37 zu überwinden. Wir stehen kurz vor einem neuen Hoch. Ich sehe es gerade im Live-Chart. Es dürfte jeden Moment fallen. Die Range beim Goldpreis ist nur ein Stück weit tricky. Die ist nämlich schon erschöpft. Wir sind aktuell hier schon 12,70 Dollar knapp gelaufen. Im Schnitt bewegt sich der Goldpreis gerade mal so um die 9,20 Dollar, also sehr rückläufig während der letzten Zeit. Es gab hier schon Phasen, da hat sich der Goldpreis auch gute 15, 20 Dollar am Tag bewegt. Vielleicht kehren wir ja da zurück. Letztlich jedenfalls stehen wir hier vor einem neuen Mehrmonatshoch. Und wenn der Goldpreis sich hier rüberschraubt, auch wenn die Daily Range aktuell schon erschöpft ist, sieht es sehr stark danach aus, dass wir diesen Widerstandsbereich hier anlaufen. Sie sehen diese rote Horizontallinie, einzelne Unterstützung, dann sauber durchgebrochen hier im Oktober. Dann kam der Pullback im November nahezu punktuell. Dann gab es ja auch hier noch diese Wunderkerze, das war die Trump-Wahl am 9. November. Letztlich hier das Widerstandslevel hat gehalten. Dann gab es den starken, rasanten Abverkauf und seither erholt sich eben der Goldpreis. Hat auch hier in den letzten Tagen, hier insbesondere April, Mai, eben auch zu kämpfen gehabt. Aber jetzt stehen wir eben hier vor einem neuen Mehrmonatshoch und er schraubt sich hoch und das ist die nächste Barriere, die eigentlich unmittelbar voraussteht. Achten Sie auf die Zone 1307. Plus minus 2 Dollar. Dort sollte sich der Goldpreis kurzfristig hinbewegen können. Hier dann eine Konsolidierung einfahren. Das wäre jetzt mal nicht so ungewöhnlich, wenn er praktisch hier entweder heute direkt oder aber eben auch in den nächsten Tagen hier sozusagen diese Zone aktiviert. Dann ein Pullback an eben das Level 1292 rund macht und von diesem Niveau im Idealfall dann sozusagen weiter aufwärts strebt, um die nächsten Preisniveaus oberhalb von 1300 Dollar je und zu adaptieren. Da wäre eben hier doch das nächste Level zu nennen. Um 1333, um dann letztlich hier final Richtung 1375 anzuziehen. Also sieht sehr, sehr bullisch aus, was der Goldpreis hier macht. Scheint hier weiter nach oben streben zu wollen. Insofern durchaus interessant, den Goldpreis im Auge zu behalten. Wenn wir hier zu tief zurückgehen, Sie sehen hier einige Unterstützungslevel beim Goldpreis, 1275 beispielsweise. Eine Zone oder auch dann hier je nach Fibonacci-Levels dann abtragbar das 38er Fibonacci-Niveau. Muss man dann sehen, wenn es zu einer Konsolidierung kommt. Aber der Goldpreis ist hier relativ stark im Flow nach oben und es scheint mir so, als würde der hier weiter nach oben raus streben wollen. Der Goldpreis als solches, wie gesagt, interessant. Auch eine der oder die älteste Währung der Welt. Dagegen hier der Bitcoin sozusagen noch nicht ganz so alt, bei weitem natürlich nicht. Ist der erst 2009, war es meines Erachtens hier ins Leben gerufen worden. Jetzt der Hype um die Bitcoins, auch im Sinne dessen, dass hier die japanische Zentralbank diese mehr oder weniger auch anerkennt als Währung, gibt aber auch viele, viele andere Regierungen und Währungen, die sich dagegen stellen. Es bleibt ein heißes Thema, das wird auch uneingeschränkt den Bitcoin hier in Bewegung setzen, also für Volatilität ist bei dem Bitcoin gesorgt. Und hier mal der Preisschart zum Bitcoin, den Sie, wie gesagt, jetzt hier auch bei uns bei JFT Brokers handeln können.
den Bitcoin in US-Dollar, den Bitcoin in Euro und da, wie gesagt, hier mit großen Schwankungen unterwegs. Und wenn wir uns den Chartverlauf mal anschauen während der letzten Jahre, dann wissen wir alle, was das für ein lukratives Investment hätte sein können. Man musste aber auch natürlich hier enorme Schwankungen sozusagen aushalten können. Die Volatilität, wie gesagt, ist hoch und wir sehen, dass der Bitcoin auf Allzeithoch notiert. Da fragt sich natürlich jeder, wie steil kann es hier noch werden? Wir sind hier schon parabolisch unterwegs und natürlich, es wird auch von blasenartigem Verhalten gesprochen. Es werden hier Silberpreisverhältnisse aus den 80er Jahren verglichen. Es werden hier die Tulpenmanie herangezogen. Es gibt viele Vergleiche, die sicherlich in einer Art Manie daherkommen oder auch die 3D-Drucker-Geschichte fällt mir hier spontan ein. Keine Frage, wir wissen nicht, wo es enden wird. Letztlich ist das ein mega intakter Aufwärtstrend, der sich hier immer weiter hochschraubt. Ob man jetzt natürlich hier aggressiv weiter die Long-Seite spielen muss, das muss jeder selbst wissen. Letztlich haben wir hier einen mega starken Aufwärtstrend, den ich auch mal ganz kurz unterstreichen will mit dem Rainbow hier in klassischer Manier. Wenn er denn jetzt mal reinkommt, wo ist er? RB-Durchschnitte, zack, da haben wir ihn. Ja, so muss ein Rainbow aussehen, schön aufgefächert, richtig schön daherkommt, stolzer Brust und das zeigt hier, das Momentum ist mega bullisch. Das heißt also hier, Rücksetzer kann man durchaus kaufen, um hier langfristig auf dem Trend weiter zu reiten auf der Oberseite. Ziele, wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir auf Allzeithoch notieren, sind schwer ausrechenbar. Es gibt Möglichkeiten im Sinne der Pivotpunkte, die man nicht nur auf Tagesbasis, sondern auch auf Wochen- und Monatsbasis sich anzeigen lassen kann. Sozusagen hier die Resistant Level auf der Oberseite hier als Widerstandsbereiche markiert. Da wäre 3188 ein ableitbares mathematisches Ziel. Schrägstrich, wenn wir auf Monatsbasis geben, kann sich das Ganze dann entsprechend noch weiter vergrößern. Aber hier kurzfristig betrachtet in der laufenden Handelswoche wäre das zumindest mal eine Zielmarke. Zudem kann man natürlich hier auch sich mit Fibonacci behelfen. Wir hatten hier zuletzt eine Korrektur gesehen Ende Mai. Da geht man her, legt die Fibonacci-Verhältnisse an und hat hier das 161er Level, um sozusagen hier eine Zielzone zu markieren anhand der letzten Korrekturbewegung. Und da hätte man hier diesen, ja, ich sag's mal, ersten Zielbereich wieder vor Augen, der hier durchaus erreicht werden könnte. Wie gesagt, die Panik will ich nicht sagen, aber die Euphorie auf Bitcoins ist sehr, sehr hoch und insofern kann die Party hier auch weitergehen und insofern der Bitcoin sich immer weiter hochschrauben. Ganz spannendes Thema. Wir werden, wie gesagt, hier beim JFD Devisenradar, da es sich ja hier um eine Kryptowährung handelt, um eine digitale Währung, das ist eh schon sehr, sehr interessant, den Bitcoin jetzt auch fortwährend covern, je nachdem, was hier für Ambitionen aufkommen. Letztlich sehr spannende Situation. Wir sind sicherlich in einer parabolischen Übertreibungsphase, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Letztlich ist der Trend aktuell noch intakt und insofern kann man die Oberseite meines Erachtens durchaus spielen. Wo wird es spannend, wo wird es kritisch? Wir sehen hier zumindest einen Bereich um 2150 Dollar, der sich so ein Stück weit als Unterstützung klassifiziert. Soll heißen, wenn wir hier runtergehen, haben wir diverse Trendlinien gebrochen. Diesen Horizontalbereich dieser Kerzen, der wäre dann gebrochen und dann mutmaße ich mal, könnte es hier eine stärkere Korrektur geben, die, wie gesagt, aufgrund der hohen Volatilität auch sehr stark ausfallen kann. Vergessen Sie das nicht. Die Bitcoins, wie gesagt, der Bitcoin hier mit Volatilität gesegnet. Also hier geht es wirklich steil zur Sache. Und insofern immer aufpassen, was die Bewegungen denn hier machen. Aber wie gesagt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, und das ist ja das, was wir auch bieten wollen, als, sage ich mal, Broker im Sinne unseres Agenturmodells. Wir möchten die Schnittstelle zum Markt sein und bieten Ihnen hier praktisch dann die Möglichkeit, jetzt auch den Bitcoin zu handeln. Willkommen bei JFD in purer Transparenz. Wie gesagt, wir nehmen auch das Ganze hier nicht ins eigene Buch. Wir handeln hier nicht gegen Sie. Sie können sich hier frei am Markt bewegen und so soll es ja sein. In dem Zusammenhang, liebe Leute, einen guten Start in die noch frische, kurze Handelswoche und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Am Donnerstag erst, morgen wird es eine kleine Pause geben, am Donnerstag bin ich dann wieder für Sie da zur gewohnten Zeit 9.30 Uhr, JFD Devisen Radar, Ihr Chris Kämmerer. In diesem Sinne, auf bald, beste Grüße und tschüss.